Nun brauchen wir ein wenig Theorie und wollen die Frage klären, was ist eigentlich eine Bewegung? So, dann kommen wir zu der physikalischen Definition. Eine physikalische Bewegung ist die Änderung des Ortes, was nichts anderes ist als die Position. Damit meine ich, dass der Ort und Position das gleiche bedeutet. Und zwar soll es die Änderung des Ortes eines physikalischen Körpers. Und diese Änderung soll mit der Zeit stattfinden. Ja, also wenn sich der Ort, also die Position eines physikalischen Körpers mit der Zeit ändert, sprechen wir von einer physikalischen Bewegung. Eine wichtige Anmerkung: Die Änderung des Ortes darf auch Null betragen. Das heißt folgendes: Ein Körper kann sich nicht bewegen. Ja, wenn ich auf dem Sofa sitze, dann ändert sich mein Ort, meine Position nicht mit der Zeit und dennoch bewege ich mich aus physikalischer Sicht. Das ist dann eine Nullbewegung, aber eine Bewegung. So, jetzt müssen wir noch klären, was dieser physikalische Körper ist. Ein physikalischer Körper, er braucht zwei Eigenschaften. Erstens muss er eine Masse haben und zweitens muss er ein Volumen haben. Also ein physikalischer Körper ist etwas, was eine Masse hat und einen Volumen. Ja, was heißt es für uns? Für uns sind physikalischer Körper alles, was man anfassen kann. Zum Beispiel. Ein Stein wäre ein physikalischer Körper, ein Mensch. Aber auch ein Wassertropfen. Auch eine Wolke ist ein physikalischer Körper. Es gibt auch große physikalische Körper, zum Beispiel der Mond ist auch ein physikalischer Körper. Eine mit Wasser gefüllte Flasche, also Wasser und die Flasche zusammen bilden auch einen physikalischen Körper. Und auch ein Heliumballon. Wohlgemerkt. Samt Inhalt. Okay, ich habe gerade gesehen, dass in der Aufnahme die letzten Millimeter irgendwie abgeschnitten wurden. Also verschiebe ich diese Zeile ein wenig nach oben und hoffe, dass es in dem Video dann sichtbar ist.